Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute ist wieder der Tag gekommen, dass wir ein weiteres Häuschen für unsere Häuserecke bauen wollen. Wir hatten ja schon Einfamilienhäuser gebaut, eine moderne Villa, einen Bungalow, aber noch keine Stadtvilla. Diese Villa bietet dir wie immer genügend Platz. Wir werden ganz entspannt wieder die Räumlichkeiten zusammenbauen. Und natürlich gibt es dazu, wenn man Räumlichkeiten baut, natürlich auch noch eine passende Haustür dafür, dass du dir auch genug Anregungen bekommst, dir das Ganze einzurichten. Falls du das natürlich jetzt nicht abwarten kannst, dir mal anzuschauen, wie die Villa eingerichtet ist, schau mal in der Timeline, ich blende dir auch gerne nochmal die Zeit ein. Da beginnt dann die Haustür im Video und dann kannst du es dir ein bisschen anschauen. So, aber wir müssen natürlich auch dafür denn das Häuschen erstmal bauen. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann legen wir los. Für den Start holen wir uns erstmal natürlich unser Baumaterial raus. Besorge dir daher jetzt erstmal polierten Basalt, denn auch ein bisschen ganz normalen Basalt. Antiker Schutt ist dabei, hellgrauer Beton, glatte Quarzstufen, weißer Beton, dann polierte Andesitstufen, polierte Schwarzsteinziegelstufen und davon dann nochmal der Block. Beginnen wir erstmal mit unserem Basalt. Wir fangen jetzt erstmal an, unseren Grund ist uns erstmal vorzuziehen. Ich setze mir jetzt einmal Basalt nach oben gerichtet auf, ne, dass wir, sag ich mal, hier dieses Muster nach oben haben. Und gehe, würde ich mal sagen, erstmal zur Seite weg. Und zwar mit unserem Basalt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mal seitlich lang, ne, dass er halt immer so zur Seite liegt. Dann nehmen wir wieder einmal unseren Basalt, also der polierte, und setzen den einmal nach oben. Jetzt gehen wir mal an den Seiten. Das Ganze wollen wir natürlich auch noch nach hinten ziehen. Wir nehmen wieder unseren Basalt und setzen jetzt hier einfach mal ran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, also auf der Vorderseite hatten wir 15 mal Basalt und hier haben wir jetzt 17 mal Basalt. So, dann setzen wir auch hier wieder den polierten einmal in die Ecke und können das einfach mal rüberziehen wieder zur anderen Seite. Jetzt brauchen wir aber nicht zählen, denn wir können jetzt einfach von vorne so gucken, wie es passt und ziehen natürlich noch die letzte Seite hier einfach mal zu. Auf diesen Grundriss kannst du jetzt natürlich deinen antiken Schutt einmal platzieren. Da wollen wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Stück uns einmal an den Seiten hier langziehen. Wenn wir dann unseren antiken Schutt hier drauf platziert haben, fliegen wir einmal in unser Häuschen rein und wollen uns schon mal so den Grundriss zeichnen von unseren Wänden. Ich nehme jetzt einfach beispielsweise erstmal Basalt, das werden wir später nochmal überbauen mit den Wänden. Und ich fange jetzt am besten auf der Vorderseite an. Die Vorderseite ist da, wo wir insgesamt eine Länge von, also wo wir 15 hier in der Mitte haben. Ne, das wären dann 17 insgesamt, was wir hier haben. So, da fange ich jetzt erstmal an. Fliege auf der Innenseite und lasse mir jetzt an der Seite 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz. Ab den 6. setzen wir 1, 2, 3 einfach mal hin. Lasst einen Block frei, dann setzt ihr wieder einfach mal hier insgesamt 4 Blöcke hin. Ab dem 2. davon zieht ihr das einmal zur Wand. Dann gehen wir einmal rüber zur nächsten Seite. Hier lasst ihr wieder dazwischen einfach 3 Blöcke Platz und setzt jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke einfach mal lang. Geht dann hier einfach mal zur Seite, einen freilassen, komplett zur Wand ziehen. Hier vorne dann einmal nach vorne ziehen. Einen Block wieder Platz lassen. Allen hin, 2 hier zur Seite weg und nochmal 4 nach hinten weg. So, wir lassen hier einen überstehen, gehen hier wieder einmal zur Wand. Hier gehen wir nochmal 2 nach außen. Lasst 2 Blöcke Platz, setzt einen Dreier hin, einen in der Mitte, sollte jetzt perfekt hier oben einmal aufgehen. Lasst 3 Blöcke Platz und setzt wieder einen hin. So, mit dem unteren Stockwerk haben wir schon mal die Raumaufteilung jetzt erstmal so absolviert. Jetzt wollen wir natürlich noch den Boden uns einmal reinzeichnen. Du kannst jetzt gerne hellgrauen Beton nehmen, wenn du das als auch machen möchtest. Andernfalls kannst du dir schon gerne die Räumlichkeiten aufteilen, wo was rein soll, dann kannst du da schon den Boden dir machen, sonst muss der später nochmal alles rausreichen. Nur mal so kurz gesagt, das ist hier natürlich der Flur. Erstes Zimmer kann sein, was es will. Zweites Zimmer kann sein, was es will. Das wird bei mir später ein Badezimmer werden. Ja, also das sage ich mal so. Hier haben wir natürlich das Wohnzimmer und die Küche. Ja, aber du kannst das hier natürlich auch noch anders gestalten, wenn du möchtest. Aber das ist nur so bei mir so, wie ich mir das jetzt hier gemacht habe. Nun, die ersten zwei Zimmer hier vorne, die sind halt, sage ich mal, ja, da kann man sich reinbauen, was man möchte. Ob da ein Schlafzimmer rein soll oder irgendwie, ja, ein Spielzimmer oder, ja, ein Hobbyraum. Ja, das kann man sich ja aussuchen. So, mein Boden ist jetzt drin. Jetzt komme ich natürlich noch, mir die Wände einmal hochzuzeichnen. Du kannst natürlich jetzt nehmen, welche Wandfarbe du willst, aber ich würde einfach mal sagen, wir nehmen das, was wir draußen haben. Also bleiben wir noch bei unserem antiken Schutt. Und den setze ich mir jetzt natürlich hier einmal rauf, was ich mir natürlich jetzt hier vorgezeichnet habe. Wir machen das Ganze jetzt aber nicht komplett auf 5 Blöcke, wie wir das draußen haben, sondern innen drin machen wir das Ganze nur auf 4 Blöcke, weil der 5. Block wird dann später unsere Decke sein. Von daher brauchen wir das halt nicht so hochziehen. Du kannst auch immer bei diesen Durchgängen, die wir haben, um in einen Raum zu kommen, insgesamt 3 Blöcke Platz lassen. Also ich mache meine Türen immer gerne auf 3 Blöcke hoch, weil das sieht immer schöner aus, wenn man, sag ich mal, eine größere Tür hat, als nur diese 2 Blöcke.
Wenn wir dann unsere Wände hochgezogen haben, kommen wir dazu natürlich jetzt unsere Decke einmal reinzuzeichnen. Dafür nehmen wir unsere glatten Quarzstufen und setzen die einfach auf der Ebene hier von unserem vierten Block, den wir hier innen drin haben. Ich kann dir aber eins sagen, in unserem Flurbereich, den wir ja, sag ich mal, hier haben, diesen langen Durchgang, kannst du gerne hier diese Einbuchtung von diesem zweier Blockebene hier, die wir hier haben, einfach offen lassen, weil da wollen wir später natürlich auch noch die Treppe bauen, wie wir natürlich dann ins nächste Stockwerk kommen, ne? Ich habe mir nochmal einen kleinen Moment genommen, um zu gucken, wie ich mir oben nochmal den Grundriss gemacht habe. Ich habe das jetzt hier ein bisschen bunt angemarkert. Ich würde jetzt aber empfehlen, natürlich jetzt keinen bunten Block zu nehmen, sondern du nimmst jetzt gleich schon mal den Weiß mit Ton zur Hand. So, da wollen wir natürlich uns jetzt hier den Grundriss einmal ein bisschen vorzeichnen. Wir fangen wieder auf der Vorderseite an, so wie wir unten gemacht haben. Ihr lasst da an der Seite einfach mal vier Blöcke Platz und setzt dann hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke einfach mal hin. Also 8 Blöcke hier erstmal gerade einmal lang. Biegt einmal zur Seite einmal ab. So, ein Block halt Platz lassen. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. Einen freilassen und einen hier noch zur Wand anschließen. So, lass da dann hier einfach mal zwei Blöcke auf der einen Seite Platz, drei auf der anderen und dann hier der eine, zack, den ziehen wir einmal nach vorne weg. Da haben wir dann hier eine Fläche von 4 und in der Mitte eine Fläche von 5. So, die Hälfte haben wir, kommen wir noch zur anderen Seite. Also wir haben ja, sag ich mal, hier was offen gelassen später für unsere Treppe. Da könnt ihr auf der Rückseite, zack, hier nochmal vier weitere Blöcke euch einmal ransetzen. Dann wollen wir uns hier noch so einen kleinen Durchgang uns einmal machen, wie wir den jetzt schon hier haben. Gehen da auf der anderen Seite wieder zwei Blöcke weiter raus. Zwei nochmal nach oben einmal weg. So. Zur Seite wieder einen freilassen, einen hin, hier zack, den können wir wieder einmal bis zur Wand hier oben einmal ziehen. Gehen wieder alte ein, einen freilassen und wieder hier fünf Blöcke hier einmal zur Wand uns einmal setzen. Wunderbar. Gehen wieder einen nach unten, einen freilassen, zwei nach unten und einmal nochmal zur Wand hier einmal. So. Das wäre schon mal unsere Raumaufteilung im nächsten Stockwerk. Jetzt kommen wir natürlich noch dazu, den Boden uns einmal reinzuzeichnen. Ich nehme wie immer den hellgrauen Beton für mein Musterhaus, aber du kannst auch gerne schon deinen richtigen Boden nehmen, wenn du willst. Kurz gesagt, wir haben hier in der Mitte den Flur, gefolgt von vier Schlafzimmern, die man machen könnte. Ne, 1, 2, 3 und dieses große noch vierte. Da könnt ihr gerne euch Teppich oder sowas schon verlegen. Dann haben wir noch zwei Badezimmer, ein kleines zum Beispiel hier und ein größeres hier. Da wollen wir später noch so machen, dass hier dann das Elternschlafzimmer ist. Die haben dann hier einen gehbaren Kleiderschrank und durch den gehbaren Kleiderschrank kommst du dann bei mir auch ins Badezimmer. Finde ich ganz cool. So, aber weil es ja das Musterhaus ist, nehme ich jetzt einfach mal hier meinen grauen Beton. Na gut, so, Grundriss gelegt. Jetzt kommen wir natürlich noch zu den Wänden, die hier hochzuziehen. Wir fangen draußen einmal an, also einmal ringsrum, setzen wir insgesamt noch vier weitere weiße Betonblöcke. Wenn wir die draußen einmal langgezogen haben, wollen wir innen drin natürlich unsere Markierungen, die wir hier haben, auch nochmal hochziehen. Und hier könnt ihr wirklich auf insgesamt vier Blöcke nochmal raufsetzen. Und wenn ihr das hier immer hochzieht, ihr wisst ja, bei unseren Durchgängen könnt ihr immer insgesamt drei Blöcke Platz lassen. Nur das macht sich ganz gut für die Türen. So, meine Wände habe ich jetzt hochgezogen. Jetzt wollen wir natürlich auch gleich die Decke einmal reinziehen. Das heißt wieder, schnappt eure Stufen und setzt die hier oben wieder einmal lang. Sobald das erledigt ist mit unserer Decke, kommen wir natürlich gleich zum Dach. Dabei nehmen wir unsere Polytnalisit-Stufen und die könnt ihr draußen einmal komplett hier einmal langziehen. Sobald wir dann auf der anderen Seite wieder angekommen sind, kannst du gleich einmal deine, ja ich würde sagen, unsere Schwarzstein Ziegelstufen und Blöcke nehmen und die wollen wir jetzt eigentlich immer so ein bisschen im Wechsel machen. Das heißt jetzt hier erstmal an der Seite setzen wir komplett einmal unsere Stufenreihe lang. Dahinter setzen wir dann natürlich dann gleich einmal den Block und das Spiel wollen wir natürlich jetzt ein paar Mal machen, aber ich würde mal sagen, das machen wir nicht zu spitz, sondern ich würde hier einfach nur insgesamt 6 Mal mir das machen wollen. So, dann heißt es dann hier 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, und das kann ich mir jetzt hier einmal an den Seiten langziehen. So, letzte Ebene ziehe ich mir auch natürlich hier einmal ringsrum. Und dann kommen wir natürlich gleich schon mal bei unserem Dach natürlich die Innenfläche auch nochmal zuzumachen. Und da empfehle ich euch jetzt einfach mal unseren hellgrauen Beton. Den fülle ich mir jetzt hier einmal auf. Wenn wir das dann natürlich auch erledigt haben, können wir uns erstmal von diesen Blöcken verabschieden. Weiter geht es dann mit diesen schönen Blöcken. Wir holen uns einmal polierte Schwarzsteine raus. Davon werden uns auch die Treppen begleiten wie Mauern. Wir holen uns auch natürlich noch eine Tür raus. Ich empfehle jetzt einfach mal eine Schwarzeichenholztür, aber nimm immer die Türen, die dir gerne gefallen. Aber ich finde die ganz passend zur Farbe. Dann holen wir uns auch natürlich ein bisschen Glas raus, weil wir jetzt ein Haus jetzt haben mit zwei verschiedenen Farbtönen. Wollen wir das natürlich Glas auch machen. Also ich empfehle euch jetzt einmal ein bisschen weißes Glas und schwarze Glasscheiben. Aber die Farbe, ne, kann man sich ja mal aussuchen, wenn man möchte. So, dann holen wir uns auch noch ein paar Eisengitter raus. Denn Steinziegelmauern begleiten uns und Trichter.
Wir fangen jetzt aber noch nicht an, irgendwas zu verbauen, sondern wir wollen erstmal ringsherum um unser Haus fliegen, um, sag ich mal, die Fenster sich reinzuzeichnen. So, wir fangen auf der Vorderseite am besten einmal an. Wir suchen uns einmal die Mitte raus. Ist eigentlich relativ immer leicht zu finden. Ich setze mir kurz hier mal so einen Hilfsblock mal hin. Da gucke ich mal hier. Jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier 8 Blöcke. Und dann gehen wir nochmal zur anderen Seite. So, habe ich hier auch 8 Blöcke. So, dann habe ich jetzt hier meine Mitte gefunden. Und in der Mitte kann ich mir jetzt einfach mal so einen 3x3 Pass einmal reinhauen. Und wir sehen, haha, perfekt, da ist der Flur. So, an den Seiten. Also von der Tür jetzt hier, gehen wir einfach 2 Blöcke. Und dann schlagt ihr hier einfach so ein kleines Zweierfenster rein. Ihr könnt euch die Fenster auch größer bauen, wenn ihr wollt. Aber ich lasse das jetzt einfach hier mal auf so ein kleines Fenster, was ich mir hier mache. Auf der anderen Seite auch nochmal so eins. Schön synchron. Und dann haben wir hier von dem Fenster nochmal 4 Blöcke Platz. So. Wir gehen gleich ins nächste Stockwerk über. Und zwar genau über unseren großen Durchgang hier unten, wo die Haustür ist. Mache ich mir hier einfach mal ein 3x2 Fenster einmal hin. An den Seiten lasse ich mir 2 Blöcke Platz und schlag mir nochmal so ein 3x2 Fenster hin. Und ihr seht perfekt, wir haben wieder hier 2 Blöcke. So, auf der anderen Seite auch. 2 Blöcke Platz lassen und wieder so ein Fenster hin. Sieht doch schick aus. So, dann haben wir die Vorderseite geschafft. Jetzt biegen wir einmal ab zur nächsten Seite. Hier machen wir an sich nur ein einziges Fenster hin. Wir fliegen hier auf die Vorderseite und zählt mal einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ab dem 8. Block schlagt ihr einfach so ein kleines, ja, einmal zweier Fenster hier mal rein. Sobald wir das haben, fliegen wir jetzt einmal komplett schon auf die Rückseite. Und hier müssen wir ein bisschen mehr machen. Auf der Rückseite fangen wir unten am besten einmal an und wir gehen gleich von der Seite aus einmal hin. So, ich schlage mir jetzt hier an sich insgesamt auf eine 3er Höhe und 4er Breite, ihm das hier einmal so frei. Und dann biegen wir nochmal zur Seite ab und schlagen hier nochmal 3 Blöcke weg. So, dann lasst ihr 3 Blöcke Platz und schlagt wieder ein 3x3 Durchgang hier einmal rein, so wie wir es auf der Vorderseite haben. Wieder 3 Blöcke Platz lassen und wieder hier das gleiche Fenster wie auf der anderen Seite jetzt. Also 3er Höhe, 4er Breite und einmal noch hier an der Seite was weghauen. Wenn wir das haben, wollen wir das nochmal oben einmal machen. Wir fangen wieder auf der Seite einmal an. Schlagen jetzt hier wieder ein 2x4 Fenster mal frei. Und natürlich einmal hier zur Seite wieder. Dann lasst ihr jetzt einfach mal 2 Blöcke Platz und schlagt jetzt hier ein 2x3 Fenster einfach mal rein. Und das können wir komplett hier auf den Grundriss einmal machen. Ein Block einfach mal da lassen und wieder dieses 2x3 Fenster mal hinhauen. Dann lassen wir wieder, was hatten wir da, 2 Blöcke, ne? Wieder Platz und schlagen wieder hier unser 4x2er Fenster und einmal zur Seite gehen wir hier. Dann haben wir die Rückseite wieder fertig und fliegen wieder hier zur anderen Seite. Auf der Seite fangen wir jetzt aber einmal oben an und zwar hinter diesem Fenster. Zählen wir einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz lassen. Ab dem 7. könnt ihr so ein kleines 1x2er Fenster reinhauen. Dann gucken wir auf der unteren Seite einmal, fangen auf der Vorderseite an. Ihr lasst jetzt hier einfach mal 3 Blöcke Platz, schlagt hier einfach so ein 2x2 Fenster rein. Lasst dann 4 Blöcke Platz und wieder ein 2x2 Fenster. Super, jetzt fangen wir natürlich an, die Fenster auch noch alle zu bestücken. Wir fangen erstmal auf der Vorderseite an. Hier wollen wir natürlich einmal unsere Tür noch reinbauen. Dafür würde ich aber mal sagen, holen wir uns noch einen kurzen Block mal als Hilfsblock mal raus. Ich habe mir dafür jetzt einfach mal kurz noch eine Steintreppe rausgeholt, denn darauf sollte natürlich unsere Tür platziert werden. So, wir haben unseren 3x3 Durchgang. Wir wollen jetzt hier an der Seite, zack, einmal eine umgedrehte Treppe uns hinsetzen. Daran setzt ihr dann hier nochmal so eine umgedrehte Treppe nach vorne. Gleich eine umgedrehte Treppe auf der Rückseite, ne, Rücken an Rücken. Hier dann eine normale und die soll sich dann hier vorne einmal andecken. Wenn ihr das habt, könnt ihr da jetzt einmal hier, zack, die Tür einmal hinsetzen. Jetzt nehme ich mir wieder meinen, zack, polierten Schwarzstein. Ziehe mir hier eine mittlere Strebe einmal hin. Über der Tür mache ich mir noch mal eine umgedrehte Treppe hin. Und jetzt würde ich mal sagen, für die Glasfarbe unten nehme ich jetzt einfach mal das weiße Glas. Ich finde das ganz passend. Das hebt sich so ein bisschen hervor. Schwarze Glas würde ein bisschen untergehen, ne? Das sieht man ja selber. So, das heißt, unten wollen wir natürlich hier einmal unser weißes Glas verbauen. Und auf der oberen Seite hier natürlich bei unserem weißen Beton. Da finde ich das schwarze Glas natürlich wieder super. Das hebt sich schön davor. Wunderbar. So, jetzt biege ich hier gleich einmal zur Seite ab. Hier haben wir ja nur ein Fenster. Das heißt, hier zack, mache ich mal mein weißes Glas hin. Dann gehen wir schon auf die Rückseite. Hierbei nehmen wir mal kurz unsere polierten Schwarzsteinmauern. Und zwar wollte ich die mir gerne verbauen. Und zwar bei unseren Eckfenstern, die wir hier haben. Und zwar auch wirklich hier bei der Ecke setzt ihr immer einmal die Mauer hin. Auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche Spiel einmal. So. Dann nehmen wir gleich hier zack. Einmal unsere Glasscheiben und könnt ihr hier einmal nochmal schön
ins Fenster einfüllen. So, und auf der anderen Seite natürlich das gleiche Spiel. Auch die hintere Terrassentür wollen wir natürlich einmal zumachen. Aber du kannst die natürlich auch gerne aufmachen. Ne? Das musst du selber entscheiden, ob sie zu sein soll oder auf sein soll. Da würde ich dir einfach empfehlen, dass du denn hier einfach ein bisschen was wegschlägst und vielleicht einen Griff mit Eisengittern hier ein bisschen darstellst. Auf der oberen Seite wollen wir natürlich hier wieder unsere schwarzen Glasscheiben einmal verbauen. Aber eins fehlt hier noch so ein bisschen, und zwar diese zwei Fenster in der Mitte. Die sehen ein bisschen doof aus, weil die ja, sag ich mal, gleich auf diesem Block aufliegen. Wie können wir das denn ein bisschen verfeinern? Wir nehmen mal ein paar Eisengitter, und zwar setze ich jetzt hier immer an den Seiten bei den Eisengitter hin und würde jetzt hier an unseren schwarzen Glasscheiben davor nochmal zwei weiße setzen. Das soll hier noch so ein kleines Geländer sein, falls man natürlich das ein bisschen weiter aufmachen könnte, die Fenster, ne, dass man da nicht runterfällt, ne, weil es ja, sag ich mal, ein bisschen größere Fenster sind. Machen wir da so einen kleinen Schutz hin, und das sieht auch als Deko eigentlich relativ cool aus. So. Gut, dann kommen wir wieder zur nächsten Seite. Hier wollen wir natürlich einfach nur unsere Glasscheiben einmal einbauen. Oben natürlich das Schwarze, unten das Weiße. Und dann sind wir eigentlich mit den Fenstern auch durch. Super. So, was haben wir noch hier in der Liste? Unsere Mauern und Trichter. So, damit möchte ich mir jetzt natürlich nur meinen Regenräumer machen. Ich würde mal sagen, die könnt ihr euch verteilen, wie ihr möchtet. Ich mache mir jetzt einfach jetzt hier auf der Seite hin. So, ganz oben verbinden wir das hier noch mit einem Trichter. Schickele. Und nochmal auf der komplett anderen Seite mache ich mir auch nochmal sowas. Dann würde ich mal sagen, mache ich gleich hier hinter unserem Fenster das einmal. Du kannst das natürlich auch verteilen, wenn du möchtest. Kannst du mehr in der Mitte machen oder so, ne? Das ist jedem selbst überlassen. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt wollen wir das Haus natürlich noch fertig machen. Das heißt, jetzt kommen noch so zwei kleine Feinheiten. So, wir kommen erstmal draußen einmal dazu. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache mir noch hier so eine kleine Überdachung vor unserer Haustür einmal hin. So, dann nehme ich jetzt einfach ein bisschen Zauntor. Passend zur Farbe nehme ich jetzt einfach mal das Schwarz einzaunt. Das sieht ganz gut aus. Darüber könnt ihr jetzt einfach mal ein paar Eisenfalltüren platzieren. Und dann setzt ihr einfach nochmal an das Zauntor. So ein Bett da oben ein bisschen so ran, dass es ein bisschen tiefer geht. Nochmal eine zweite, weitere Eisenfalltür. Dann haben wir hier so ein schickes Vordach. Finde ich ganz schick. Habe ich nur sowas noch nicht gebaut? Das gefällt mir. Danach gehen wir natürlich jetzt hier einmal in unser Häuschen rein. Ist zwar noch ein bisschen duster, aber wir wollen uns natürlich gleich angucken, wie das aussieht, wenn es eingerichtet ist. Aber wir wollen natürlich noch hier einmal die Treppe machen. Die Treppe, Farbwahl, ganz dir überlassen. Ich nehme jetzt hier einfach mal meine polierten Dorit-Treppen. Die setze ich mir gleich hier vorne einmal ran, und immer dahinter setze ich mir eine umgedrehte. Ob du die jetzt, sag ich mal, hier zur Wand setzt oder dahinter ran, ne, ist dir überlassen. So, dann mache ich mir hier eine ran. Wieder eine umgedrehte, wieder normale. Also eine ganz easige Treppe, die wir uns hier einfach mal nach oben ziehen. Wie man das so kennt mit diesen Treppen. So, und immer darunter eine umgedrehte. Wunderbar. Zack, fertig habe ich es. Und schon bin ich oben. Aber ich möchte dir hier noch so einen kleinen Deko-Tipp einfach mal mitgeben. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Fichtenzaun. Und dann nehme ich mir einfach Glasscheiben und Ketten, die ich mir immer hier so im Wechsel einmal nach oben setze. Oh, eine Kette. Wunderbar. Und ganz oben mache ich mir nochmal ein Geländer mit meinen Glasscheiben. Die dann hier so, sag ich mal, mit der Wand verbunden sind. Und dann kann man hier auch nicht runterfallen. Also auch noch so ein kleiner Schutz. Schick, schick, schick. So, dann wollen wir uns natürlich jetzt einmal angucken, wie es denn aussieht, wenn man sich das Häuschen auch einrichtet. Oh, ich mache die Tür zu, und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Schauen wir natürlich noch einmal in unsere Stadtvilla rein, wie es sich so ein bisschen lebt. Also, wir kommen natürlich hier gleich einmal in den schönen großen Flurbereich an, der sehr offen ist, weil man ja gleich durchgehen kann zu unserem Wohnzimmer und natürlich auch gleich in den Garten. Aber vorerst schauen wir uns natürlich hier die vorderen Räumlichkeiten an. Wir haben hier wirklich viele Räumlichkeiten, das heißt, ihr könnt euch reinbasteln, was ihr wollt. Hier haben wir zum Beispiel so ein kleines Gamerzimmer, ne, zum Zocken, zum Chillen, wenn man möchte. So, gehen wir gleich ein bisschen weiter. Was haben wir hier noch so? Hier vorne habe ich mir jetzt, sage ich mal, einen kleinen Abstellraum gemacht, Vorratskammer, was man möchte, halt einfach Stauraum. Und dann kann die Familie, sage ich mal, hier alles reinstellen. Vielleicht könnte man sogar Fahrräder oder so hier dann abstellen, wenn man möchte. Ne? Ich sag mal, das Haus hat jetzt keinen Keller. Dann könnte man so einen Raum vielleicht auch so, ja, als Abstellraum, Kellermöglichkeit hier nutzen. Vielleicht kann man hier auch seine Wäsche aufhängen, dass sie trocknet. So ein Räumchen ist das hier. Gleich daneben haben wir hier das erste Badezimmer. Insgesamt hat das Haus drei Stück. Wir haben natürlich eins unten und zwei oben, ne, wie es sich gehört in so ein Häuschen. Eigentlich auch ganz schlicht hier eingerichtet. Ne, ein Spiegel hier, wie man es kennt. Und eine Toilette. Ich finde immer ganz gut, wenn man sich eine Toilette mit Trichter macht, weil die Trichter kann man ja an die Wand anschließen. Finde ich ja immer ein bisschen ganz logisch mit einer Toilette, ne? So, dann verlassen wir mal das Badezimmer, gehen mal hier ein bisschen weiter. Bevor wir natürlich nach oben gehen, gucken wir jetzt einmal jetzt hier die Küche an. Und ich finde das ganz schick, ne, dass man hier so offen, zack, in die Küche kommt. Und dann hat man hier gleich einen weiteren freien Bereich, wo man dann ins Wohnzimmer kommt, wo man das dann natürlich dann Essen auch, sag ich mal, hier gleich zum Esstisch hinbringen kann. Man könnte sich natürlich auch, sag ich mal,
das Ganze noch ein bisschen ändert, dass man hier das Ganze zubaut und hätte nur einen Durchgang zur Küche, ne? Falls man natürlich nicht so oft sowas steht, dass die Küche offen ist. Ne? Manche mögen das ja nicht, von daher könnte man das auch wieder einfach zubauen. Eine Minecraft-Küche, wie man die halt kennt, da ist jetzt nichts, würde ich mal sagen, Besonderes drin. Ein Mülleimer, ganz klar, nehmen wir immer den Kompostierer. Warum? Da kannst du da wirklich deine Essensreste reinpacken, ne? Das passt ja eigentlich ganz gut. So, dann gucken wir natürlich noch einmal uns das große Wohnzimmer ein bisschen genauer an. Ein Esstisch, ich finde das immer ganz schick, wenn man sich Tische mit Glas baut und darauf Teppich sich platziert. Das sieht immer ganz nett aus. Dann haben wir natürlich dann hier auf der anderen Seite unsere riesige Couch. Was auch ganz fein ist, ne? So eine fette Couch hier mit Fernseher und alles. Hier haben wir natürlich noch einen kleinen Schrank. Kann man sich ja gestalten, wie man möchte. Ich habe da jetzt einfach ein paar Bienenstöcke genommen. Ich finde die ganz schick dafür. Sieht ja aus so ein bisschen wie Schubladen, ne? Tja, das wäre dann das Wohnzimmer. Wir gehen noch nicht raus. Wir wollen erstmal nach oben gehen und uns da nochmal ein bisschen umschauen. Hier haben wir natürlich noch die schicke Treppe, die uns einmal nach oben führt. Hier haben wir dann einmal unseren Flurbereich auf der oberen Etage. Ich habe hier die Wände ein bisschen kahl gelassen, könnte man sagen. Aber ich sag mal, wir haben jetzt immer hier zu jeder Tür immer so eine Breite von 2. Macht sich nicht ganz gut, wenn man da ein Bild aufhängt, weil das Bild ja dann komplett an der Seite hängt. Naja, so, hier oben haben wir eigentlich hauptsächlich Schlafzimmerbereiche. Gehen wir erstmal in das Größte rein. Und zwar haben wir hier das Elternschlafzimmer, was ich mir hier so ein bisschen gestaltet habe. Ich musste echt ein bisschen überlegen, was ich jetzt, sag ich mal, hier in diese Ecke baue. Aber da habe ich mir jetzt einfach entschieden, so einen kleinen Schminktisch zu bauen, ne, für die Mutter. Finde ich auch mal ganz fetzig so. Was habe ich auch noch nicht gebaut, so schräg in der Art. Ne, mit so einem Spiegel hier haben wir, weiß ich, ein bisschen Make-up. Ne? Kann man sich ja ein bisschen gestalten. Ja, dann haben wir natürlich im Elternschlafzimmer die Feinheit, dass wir hier einen begehbaren Kleiderschrank haben. Und der Luxus ist davon, dass man vom begehbaren Kleiderschrank in das Badezimmer gehen kann der Eltern. Also die haben wirklich ein eigenes Badezimmer. Hier natürlich auch noch mit Dusche. Die Dusche funktioniert auch. Ich achte da jetzt immer drauf, dass man die aktivieren kann und deaktivieren kann. Immer ganz fetzig. Ja, eine fette Badewanne, wie es sich gehört, ne? So, das Elternschlafzimmer haben wir dann erstmal hier genug erkundet. Gehen wir mal weiter und gucken uns doch die nächsten Räumlichkeiten an. So, 4 Zimmer bleiben noch. Gucken wir mal, was hier drin ist. Man könnte natürlich hier wieder ein weiteres Schlafzimmer basteln, aber bei so viel Platz habe ich mir gedacht, mache ich mir hier so ein kleines Gamerzimmer hin. Schön hier mit PC-Ecke, ne? Das kann man ja ruhig machen. Bestimmt hier so ein fetter Gaming-PC oder was das hier ist. Ja, ganz nett. Naja, Spielraum ist ja halt da. So, gleich daneben befindet sich dann das dritte Badezimmer. Das ist jetzt natürlich für die Kinderchen gedacht, ne? Die haben auch alles drin, was man braucht. Natürlich eine schicke Dusche, die auch funktioniert. Sollte dabei sein. Ist immer ganz schick. So, dann gucken wir mal weiter. Jetzt bleiben natürlich noch 2 weitere Zimmer übrig. Kann man natürlich als Kinderschlafzimmer jetzt natürlich nutzen. Hier haben wir Kind Nummer 1. Ja, so einfach als Anregung vielleicht, wie man sich natürlich hier leicht gestalten kann. Ich habe jetzt hier auf der einen Seite natürlich jetzt das Bett mir gebastelt und Schränke. Man könnte natürlich auch das umstrukturieren und sich dann da noch ein Fenster hinbasteln, wenn man möchte. Aber ich habe jetzt darauf einfach mal verzichtet, weil ich da von draußen ein bisschen was gemacht habe. Da werde ich gleich drauf eingehen. Aber wie gesagt, man kann sich immer noch Fenster im Nachhinein reinbauen, wenn man möchte, ne? Weil man meint, ey, mir ist die Wand hier doch ein bisschen zu doll. Hier habe ich jetzt nicht so Ideen, was ich mir hinbasteln kann. Dann machst du da einfach doch ein Fenster dir hin, ne? So, dann gucken wir uns gleich nochmal Kinderzimmer Nummer 2 einmal an, wie man sich natürlich hier machen könnte, ne? Hier habe ich ein bisschen mehr Teenager-Look mir einfach mal gedacht, wie ich das machen kann. Hier haben wir nicht wirklich die Wahrheit noch für ein weiteres Fenster, weil das Zimmer, sage ich mal, in der Mitte des Hauses liegt, ne? Da geht halt einfach nur ein Fenster nach vorne weg. Aber ich glaube, das ist nicht so wild. Da kann man sich eigentlich genug gestalten, um die Wände sich hier zu dekorieren, ne? So, innen drin haben wir alles erkundet. Gehen wir natürlich gleich einmal heraus in den Garten. Da schauen wir auch nochmal. Ich habe mich jetzt natürlich hier, weil wir eine Villa haben, dafür entschieden, dass wir gleich hier eine Terrasse haben draußen. Mit natürlich einem Swimmingpool, ne? Also noch kein Haus hat hier einen Swimmingpool. Ah nee, Quatsch. Doch, ein Haus hat ja schon einen Swimmingpool. Und zwar da hinten, die moderne Villa hat hier einen. Aber noch nicht in diesem Look. Ne, das ist immer was anderes. Hier haben wir natürlich auch gleich einen Grill in der Terrasse mit eingebaut. Finde ich auch ganz schick. Und auch mal ein paar neue Liegesitze, die ich ausprobiert habe, weil wir die Terrasse natürlich auf einer Stufenhöhe haben. Und da muss man dann mal gucken, wie man sich denn auf einer Stufenebene Bänke und sowas bastelt. So, und da habe ich jetzt einfach mal gedacht, hier mache ich einfach ein paar Blöcke hin und da noch ein paar passende Falltüren zu. Und dann sieht das einfach richtig schick aus, wie so ein paar Liegestühle. Natürlich hier mit der Kopfstütze, ne? Natürlich ein bisschen Deko, ein bisschen Gestrüpp, kann überall ein bisschen platziert werden. Und dann geht es dann hier einfach so ein bisschen leicht immer runter zu unserem Pool. Natürlich hier auch noch eine Matte drauf. Und was auch mal ganz fetzig ist, wenn man sich mit Zäunen, sag ich mal, eine Leiter darstellt, ne, wie man dann hier rausklettert. Optisch sieht das immer ganz schick aus. Praktisch, ja, kann man es halt nicht benutzen. Aber für die Optik tut man halt gerne mal was.
Natürlich ist es auch immer schön, wenn man sich Bäume, sag ich mal, selber bastelt, als immer welche zu pflanzen. Und da kann man natürlich immer super mit Zaun und Zauntor arbeiten, um sich hier dann so ein Bäumchen einfach mal ein bisschen hinzusetzen. Oder auch ein bisschen Gestrüpp kann man immer sich ein bisschen was ausdenken. Zum Beispiel hier habe ich mit Mauern mir auch nochmal so einen Busch ein bisschen gezaubert. Wollte das alles ein bisschen hervorheben, als da jetzt nur Büsche hinzusetzen. Weil ich sag mal, die Hecke ist ja schon reiner Busch. Ne, da wäre ja doof, wenn wir jetzt auch nur hier Büsche hinsetzen. Ne, da muss auch ein bisschen was dazu. Da kommen wir auch gleich dann noch einmal zur Vorderseite. Ich habe mir jetzt auch von der Terrasse, sag ich mal, hier so einen kleinen Weg gemacht, der, sag ich mal, hier zu unserem Parkplatz führt, oder was heißt Parkplatz, zu unserem Carport, ne, wo natürlich unser Auto drin steht. Hier haben wir natürlich so eine kleine Limo, könnte man schon fast sagen, was hier drunter steht. Und ich finde eigentlich auch der Unterstellplatz hier fürs Auto eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist eigentlich fast so ähnlich, wie wir jetzt, sag ich mal, schon so einen ähnlichen da hinten mal gebaut haben. Aber hier habe ich jetzt einfach mal so gemacht, dass der doch ein bisschen größer ist und natürlich jetzt hier mit Falltüren darüber, dass ja auch ein bisschen mehr Licht durchkommt. Aber was man sich natürlich dahin bastelt, da kann man sich ja ausdenken, weil man möchte ja auch die Farbe, ne, kann man sich ja machen, ja, was einem gefällt. So, kommen wir natürlich noch einmal vorm Häuschen, was man sich da ein bisschen basteln kann. Ich habe hier extra nochmal etwas anderen Boden genommen, um, sage ich mal, hier das alles ein bisschen hervorzuheben. Habe ich auch bei der Hecke nochmal hier an der Seite ein bisschen gemacht. Zwar nicht komplett halt nach hinten, ne, hier hinten ist dann halt ganz normaler Rasen, sondern einfach nur so ein bisschen nach vorne, dass sich das halt alles ein bisschen hervorhebt. Ne, das passt auch ganz gut farblich gesehen, sag ich mal, das Haus ist hier unten ein bisschen dunkel. Von daher kann man auch, sag ich mal, den Vorgarten so ein bisschen dunkler gestalten. Dann nimmt man noch ein bisschen Gestrüpp mit rein und hebt das alles ein bisschen hervor. Und weil man natürlich nicht nur Gestrüpp ins Bild passt, kann man natürlich auch hier vorne vielleicht irgendwie, ja, so dekomäßig ein paar Steine sich hinsetzen. Die habe ich hier jetzt einfach mal mit Treppen und ein paar Blöcken mir hier einfach so ein bisschen was zusammengebastelt, ne, um jetzt hier was zu machen. Man könnte dann natürlich jetzt auch noch Wasser reinfüllen, wenn man möchte, aber das wollte ich jetzt natürlich nicht machen. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Wir haben das Häuschen uns jetzt von innen wie außen ein bisschen angeschaut. Ich glaube, da ist genug Anregung dabei, wie du es dir einrichten kannst. Du hast ja gesehen, es sind ja genug Zimmer vorhanden. Du kannst auch gerne mal reinschreiben, was du dir vielleicht noch in so ein Extra-Zimmer reinbastelst. Vielleicht ist es ja kein Gamer-Zimmer, sondern, ja, was auch immer dir einfällt. Du kannst ja gerne mal reinschreiben, vielleicht ist das eine Idee, die ein anderer auch gerne bauen möchte. Aber ansonsten vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, bist du immer auf dem laufenden Stand und verpasst kein einziges Video mehr. Du kannst auch gerne noch in der Infobox nachschauen, da habe ich dir noch ein paar Videos zusammengestellt, die so ein bisschen passend auch noch hier zum Häuschen sind. Und dann wäre es das erstmal für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir natürlich jetzt noch einen schönen Tag, bleib gesund und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.